bleiben bei den Kinderspielen. Jetzt haben wir hier Dori Dino, ein Kinderspiel mit Dinosauriern. 2 bis 4 Personen ab 5 Jahre. Auch sehr schnell gespielt. Und der Aufbau sieht auch sehr interessant aus. Und wir haben so eine Art Holzschläger in der Hand. Was machen wir denn hier? Wir sind Dinosaurier. Ich bin der gelbe Dinosaurier, du bist der große blaue Dinosaurier. Das ist ein Pronto, glaube ich. Ich glaube auch. Stegosaurus? Triceratops. Triceratops. Mhm. Cool. Gut. Und ja, Dinosaurier legen Eier. Eier müssen in Nester. Daraus werden Babys geboren. Babys geben Punkte in diesem Fall. Nun haben wir jetzt auch so ein kleines Dinosaurierkind, das nichts als Unfug im Kopf hat. Das ist Doridino. Jeder von uns darf frei um einmal Doridino sein. Mhm. Und in der letzten Runde ist keiner mal Doridino. Da sind wir alle Eltern. Okay. Die anderen sind Eltern und wollen vernünftige Dinge machen. Doridino will nur Unfug machen. Mhm. Und genauso läuft das hier auch. Wir werden gleich hier diesen Kranz von Blättern einfach abnehmen. Wir haben hier Eier, die sich bei der leichtesten Bewegung einfach bewegen. Und wollen die Löcher bringen. Und zwar die Eltern, die Farbe, eine Farbe in die richtige, ins richtige Loch. Aber jede Farbe. Ich muss nicht nur die blauen, sondern... Nee, blau in blau, rot in rot, ja, okay, und so weiter, mhm, und so fort. Doridino will nur Unfug machen. Mhm. Und wenn ein Ei dabei runtergeht, setzt man es einfach am Rand wieder ein und mhm, dann geht es einfach weiter. Man darf nicht das dicke Ende verwenden, sondern immer schön das vordere. Und es ist gerade für den Andi hier eine Übung in Disziplin, denn man darf nicht so wild sein, sondern man soll das ordentlich machen. Genau. Wie das Ganze aussieht, zeigen wir euch mal in einer kleinen Dreierpartie. Einer ist sozusagen der Doridino und die anderen zwei sind die Eltern. Ich bin Doridino. Die Babys zu retten. Dann seht ihr mal, wie das aussieht. Es geht nämlich ratzfatz. Alle da, auf die Plätze, fertig, los! Was das? Ah! Nichts als unten hier. Ey! Wo können denn die Roten überhaupt hin? Ins Rote? Das ist doch nicht da. Ah, das zum Beispiel habe ich gut gemacht. Nein! Nein, will ich. Darüber. Ah, schon wieder richtig. Mist. Was machst du denn da eigentlich? Nichts als Unfug. Bist du Dori? Ich bin gar nicht Dori, glaube ich. Ah, noch so ein älterer. Gelb muss doch hier rein. Das ist doch hier das Kind. Nein! Nein! Ja, passt. Na, 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 na. Kommt er her? Ah, die Eier. Verdammt. Na, der war fast drin. Ja, okay. Okay, dann nehmen wir das Ganze hoch und jetzt sehen wir ja, wo die Eier gelandet sind. Alle falschen Eier nehmen wir raus. Alle falschen Eier. Das ist falsch, die sind beide falsch. Alles falsch. Hier sind auch falsche dabei. Hier sind auch falsche dabei. So, dann wird geguckt, wie viele richtige Eier es sind. Das sind 4, 5, 8, 10, 11. Das wird geteilt durch die Anzahl der Eltern. Wir kriegen 5. Das heißt, abgerundet jeder 5. Siegpunkte-Chips in der eigenen Farbe. Ich habe gelb. Ich krieg also 5 Siegpunkte-Chips. Oh, ich krieg keine 5. Ich krieg nicht, du hast Dori. Auch Mensch, ich krieg keine. Na gut, aber alle anderen kriegen dann diese 5 Punkte. Und nächste Runde ist dann halt der Andi mal Doridino und dann unser Kameramann. Und danach wird noch eine Runde gespielt, wo keiner Doridino ist. Und man sieht hier, glaube ich, wo man versucht, seine eigene Farbe richtig zu machen. Jeder hat ja auch noch eine Farbe. Und ja, man sieht hier, glaube ich, perfekt so ganz gerade. Geht es nicht, also das bewegt sich schon so ein bisschen komisch. Wie also so ein ist eine Frage der Übung. Kinder werden das irgendwann aushauen. Ja, und es geht mal mehr oder mal weniger, ja, wie man es möchte oder nicht. Das so rum? Rollt halt wie ein Ei. Ja. Das ist das Spiel Doridino. Gibt es demnächst im Handel. Diesen Monat wahrscheinlich noch, ja. Und solltet ihr auf jeden Fall mit euren Kindern probieren, wenn sie auf Dinos stehen oder auf wildes Rumgemenge mit den Eltern.